Da haben wir jetzt den schönen Motor, der SR. Ist ja eigentlich recht ähnlich wie der XT-Motor. Und ich werde den jetzt natürlich komplett zerlegen, inspizieren, was alles kaputt ist. Ich hoffe, dass keine Überraschungen drin sind, aber der lief ja auch, als ich ihn hier vorbereitet habe für den TÜV. Deswegen sollte eigentlich nichts großartig dran sein. Man weiß aber nie. Ich baue den Motor jetzt einfach mal auseinander, guck mal, was so für Teile defekt sind. Oder wenn mir irgendwas Spannendes auffällt, zeige ich euch das. Ansonsten zerlege ich den jetzt. Würde ich sagen, fange ich einfach mal an und zerlege den mal. So, dann müsste der Kopf auch eigentlich schon lose sein. Hier sind noch diese Innensechskantschrauben, die drei Stück. Genau, so, jetzt ist er ab. Dann gucken wir jetzt mal rein. Was sehen wir hier? Ja, ein bisschen was sieht man hier. Wenn ihr euch an den anderen Motor erinnern könnt, der war ja richtig dreckig. Der hier sieht eigentlich ganz gut aus. Ich hatte ja auch hier frisches Öl drin gehabt. Aber diese ganzen Gummispuren vom letzten Mal, die sind schon mal nicht drin. Wenn ihr euch den XT-Motor vorstellt, das war schon eine ganz andere Nummer, ja. Ich mache jetzt mal hier den Kettenspanner lose, hole mal die Nockenwelle raus und dann Zylinderkopf, den ganzen Kram. Weiter geht's. So, was war das jetzt nochmal? Eine 27er war das, ja. Plastikkappe hier weg. Hat jemand mal zu stark angezogen? Die ist schon ein bisschen kaputt. Ich brauche eine neue Kappe, weil hier hat jemand zu stark angezogen, ist kaputt gegangen. Kann ich mir aber so eine geile holen aus Alu. Ich zeige es nochmal kurz. Das hat auf jeden Fall, diese Plastikkappe hat jemand auf jeden Fall zu fest angezogen. Man sieht nämlich hier auch die ganzen Gewindegänge vom Plastik. So, dann drehe ich jetzt mal hier das Lose. Das ist eine 22er, so wie es aussieht. So, die ist jetzt lose. Und wenn die lose ist, kann dann in der Mitte die kleine. Wo ist denn die 10 hin, glaube ich? Ah, hier ist die 10. Ihr wisst ja, 10er Nüsse verschwinden immer. So, jetzt Kette entspannen hier. Kann ich auch komplett rausdrehen, das Ding. Kommen wir ja eh nicht mehr. So, also Kette ist entspannt. Das Ding kann ich auch mal ausmachen. Hier diesen Kick-Indicator, der ist ja nur reingesetzt. Die Schraube kann man jetzt lösen. Habe ich auch im XT-Video schon gezeigt. Dazu nicht einfach wie wild da drauf rumballern, sondern man kann hier oben, hier ist ein Sechskant, kann man einen Schraubenschlüssel oder eine Zange ansetzen und dann das Ganze lösen. Weil wenn man jetzt hier wild mit dem Schlagschrauber drauf rumballert, kann natürlich hier auch irgendwas kaputt gehen wieder. Oder die ganzen Kugellager, die finden es auch nicht immer ganz cool, diese Schläge. Das ist eine 17er Nuss, die da drauf kommt. Und dann können wir hier das Rad abnehmen, wieder aufpassen. Hier ist ein ganz kleiner Pin drin. Dieser Pin hier da, nicht, dass er verloren geht. Der ist ja nur reingesteckt. Ja, ich ziehe jetzt mal den Kopf runter. Und dann sehen wir schon den Zylinder und den Kolben. Also Kopf, Zylinderkopf runter. Kette weg. Zylinderkopf ist hier hinten noch verschraubt. Hier. Holen wir die noch ab. Dann mache ich jetzt hier hinten noch die Innensechskantschrauben raus und dann kann der Kopf abgemacht werden. Und dann hat er sich auch gelöst. Und jetzt müsste er gut abgehen. Ja. Yeah. So. Ein bisschen ölig, muss man kurz aufpassen, hier einen Lappen holen. Erstmal die zwei Schrauben. So sieht es innen drin aus. Ja, ein bisschen verrußt, aber ist okay. Und jetzt könnt ihr hier den wunderschönen Eintopf sehen. Beim Zylinder müssen hier noch die drei Schrauben gelöst werden. Sonst sitzt der natürlich auch feste. Und natürlich hier diese Aluhülsen, die da drin sitzen. Hier vier Stück. Da. Die müssen natürlich auch raus. Und da sitzen auch noch Unterlegscheiben drunter, die bleiben gerne mal drin kleben. Die solltet ihr auch rausholen. Und dann kann der ganze Zylinder abgezogen werden. Und wer das XT500 Video gesehen hat, wo ich den Motor neu oder wo ich den Motor zerlege, der hat gesehen, dass die Dinger hier brutal fest waren. Und ich hoffe mal, dass es jetzt hier besser geht. Aber wir werden sehen. Fängt schon mal gut an. Ich ahne Schlechtes. Scheiße, die sind genauso feste. Eine Sekunde. Oh, das ging gut. Das ging mal. Weil letztes Mal habe ich wieder richtig. Oh, die ist locker gewesen. Letztes Mal war das richtig. Scheiße. Das hat richtig wehgetan. Also, nichts hat es zum Festhalten. Nee, weil ich.
letztes Mal waren die richtig kaputt. Gut, das reicht, danke. Ja, ging ja ganz gut. Jetzt hole ich die mal so raus. Faule Handwerker. Kolben festhalten, dass er nicht runterdotzt. So, Zylinder unten. Kolbeninspektion. Ruß natürlich oben drauf. Ein paar Streifen, aber finde ich jetzt nicht so schlimm. Kurbelwelle. Sieht ziemlich geil aus bis jetzt. Also hole ich jetzt mal hier Kolbenbolzen alles raus. Und dann kann der Motor schon an den Seiten aufgemacht werden. Dann kann ich auch mein schönes Spezialtool nachher wieder einsetzen, um die Hülsen hier zu ziehen. Schönen Daumen drauf machen, dass er nicht durch die Gegend fliegt. Auch eine Schutzbrille ist am besten auch noch aufziehen hier. Ist zwar ein bisschen viel mit Sicherheit, aber du, wenn ihr das Ding im Auge habt, dann habt ihr es im Auge. Ne? Bisschen heiß machen den Kolben. Und dann müsste er gut rauskommen. Kann man nämlich den Bolzen, wenn der Kolben warm ist, schön rausziehen. Also das Topende ist runter, das heißt, ich mache jetzt hiermit weiter mit der Seite. Da muss ich jetzt aufpassen, da kommt bestimmt ein bisschen Öl raus. Aber dafür habe ich ja die Wanne hier unten drunter. Kommt jetzt bestimmt Öl raus. Zack. Mal sehen, wie der Ölfilter überhaupt aussieht. So, wie sieht der Ölfilter aus? Ganz cool. Ich meine mich zu erinnern, dass hier hinten irgendwo auch so eine Hülse ist, die den ganzen Deckel hier quasi zentriert. Und die klemmt, glaube ich, immer hier ein bisschen. So, jetzt geht's, glaube ich, hier. Ja, jetzt läuft auch schön hier das Öl raus. Schöner Wasserfall, geil. Sieht cool aus, ne? War noch einiges an Öl drin. Das sieht alles super sauber aus. XT-Video, mal zum Vergleich, wie das da aussah. Diese Menschen. Fahren mit solchen Motoren rum. So ein bisschen denke ich ja, ich hätte ihn gar nicht aufmachen müssen, den Motor, weil der so gut aussieht, aber man weiß halt nicht, was drin ist. Vielleicht überrascht mich jetzt noch irgendwas da drin und ich kann den auch nicht so schön lackieren, wie ich das möchte, wenn ich den nicht zerlege. Deswegen, ich mache einfach weiter. Deswegen steht jetzt die Kupplung an. Die kommt als nächstes. Können wir hier oben einfach den Kupplungshebel drücken. Also den Ausrückhebel, dann kommt dann die schon entgegen, weil die bappt auch natürlich ein bisschen wegen dem Öl. Dann kommt jetzt hier hinten, innen drin wieder der ganze Kram raus. So, jetzt hole ich erstmal hier Schlagschrauber die komplette Kupplung raus. Was war das? 24, glaube ich? Nein. Dann war es nur 26, glaube ich. Das ab. Dann haben wir hier hinten die Scheibe dran. So, und dann immer schnell hinten drauf achten. Hier ist noch so ein Zahnrad. Nicht, dass man das verliert. Scheibe rein, Dings rein. Ich habe jetzt mega die öligen Hände. Aber die weichen Hände, das finden die Frauen natürlich toll, wenn das Öl drüber läuft. Das Ding ab. Und dann kommt hier diese Scheibe. Hier ist noch einer drin, hinten dran. Zack, die bappt da nämlich. Und das wäre es auch schon gewesen mit der Kupplung. Dann mache ich jetzt die kleinen Räder ab, Kickstarter raus. Dann brauche ich ja diese Sägeringzange. Abmachen hier. Komm her, du Sau. Uah, nicht die Zange ins Öl fallen lassen. Ich muss mir mal unbedingt eine nicht abgewinkelte Zange holen, weil die hier ist echt ein bisschen knifflig, das rauszuholen mit dieser abgewinkelten Scheiße. Also hier auch wieder aufpassen. Habe ich im anderen Video auch schon gesagt. Hier hinten kleben meistens diese Scheiben dran. Dann ist diese Scheibe hier drüber. Dann kommt das ab. Dann könnte ich jetzt theoretisch schon den Kickstarter rausholen. So, einmal kurz drehen und dann kommt der auch so langsam raus. Hier noch vorher ein bisschen entspannen die Federn, dann geht es natürlich noch besser. Bei meiner XT war es ja auch so, dass die Leute reintreten wie die Irren und hier dieses Blech, das bricht manchmal gerne ab. So, hier hinten auch wieder eine Scheibe festgeklebt. Bei der XT ist ja hier noch das zweite Zahnrad für den Fliehkraft-Kontaktregler, also für die Zündung. Das gibt es hier nicht. Das merkt man dann auch, wenn man ein Gehäuse kauft ohne diese Bohrung, dass das hier eine SR ist und keine XT. Kann man aber auch reinbohren, wenn man das möchte. Also ich hole das jetzt noch raus, Schalteinheit unten raus und Ölpumpe.
Ja, dann wenn ich das jetzt noch raushole, hier unten die die ganze Schaltung, dann Kickstarter noch, dann kann ich die andere Seite quasi machen. Ich kann hier noch den Kettenspanner rausholen, dann auf der anderen Seite das Polrad abziehen und dann kann der Block eigentlich schon getrennt werden. Also hier der Clip, der C-Clip und diese Unterlegscheibe, die sind auf der anderen Seite drin und dann könnt ihr einfach hier drauf drücken und den Hebel ganz gemütlich rausziehen. Also hier kommt wieder dann die Dings drüber, die Unterlegscheibe, und der Clip kommt hier in diese Nut. Sonst könnt ihr den nicht rausziehen. Zack, da ist er. So, rausholen. Dann bleibt jetzt nur noch hier das Kickstarterblech übrig und hier dieses Teil, das ist dieser Federhalter für den Schalthebel. Das Blech platt klopfen. Drei. Das muss natürlich auch noch ab hier vom Kickstarter. Kleine Blech hier kommt hier unten runter so. War das eine 13? Ja, ist eine 13er. Da muss eine große Nuss drauf. Jetzt hole ich hier noch den Kettenspanner raus. Und zwar einfach, ich habe hier so einen Ausdreher, den kann man da so ein bisschen reinkeilen und dann so rausziehen, ja. Und dann fällt einem das alles entgegen. Ja, dann wäre es das mit der Seite. Gucken Sie uns jetzt nochmal an kurz. Grundsätzlich super sauber. Also ich glaube, das ist schon mal eine geile Ausgangsbasis. Wenn jetzt die andere Seite noch schnell abgeht und ich den trennen kann, dann sieht man hier innen drin, wie die Zahnräder aussehen. Ja, ich glaube, das ist jetzt nicht das Schlechteste gewesen, was ich gekauft habe. Dann wird das schön sauber gemacht. Dann geht es weiter. Aber jetzt erstmal die andere Seite. Polrad abziehen ist ja immer so eine Sache. Letztes Mal bei der XT ging es gut. Schauen wir mal, wie es hier läuft. 19er Nuss. Festhalten. Ganz normales Rechtsgewinde. Zack. Hier doch eine coole Farbe. Weil die Scheiben hier müssen raus, damit ich jetzt hier den Polradabzieher einsetzen kann. Sonst wird das hier nicht runterkommen. Und da braucht ihr für das Polrad abzuziehen ein M27 mit einer Einsatzsteigung links. Upsi, Entschuldigung, ich habe es nicht in die Kamera gehalten. Ein M27er Einsatzsteigung Linksgewinde. Komplett komisch ist das Teil. Und dann kann man den schön hier einschrauben und dann das Teil rausdrehen. Wichtig ist ganz einschrauben, damit wir so viel Kontaktfläche haben wie möglich im Gewinde. Und dann gucken wir mal, ob das jetzt so einfach abgeht wie bei der XT. Da ging es gut ab. Jetzt nochmal mit der Ratsche. Okay, hat geklappt. Oder ist das alles kaputt gegangen? Ja, geht ab. Ich hasse Polrad abmachen. Also bei den Schrauben habe ich jetzt ein bisschen Angst. Die sind ja auch bei der XT, durchgedreht. Deswegen werde ich die jetzt erstmal einsprühen und hier ein bisschen in dem anderen Teil weitermachen, dass die ein bisschen Zeit haben zum Einwirken, weil ich komme auch nicht wirklich hin hier mit Wärme oder ja, mit dem Bohrer wird es auch sehr, sehr schwierig hier. Ja, schaue ich mal, ne, wie das abgeht. Also erstmal WD-40 fürs Gute gewesen und ich werde auch ein paar Schläge drauf geben auf die Schrauben, dass sich das vielleicht ein bisschen lockert. Kupplungsding hier rausziehen. Ein 14er ist das hier unten. Ne, ist es auch nicht. So, da ist noch eine Kupferscheibe hinten dran, weil die ja direkt ins Getriebe geht. Hier ist übrigens der Neutralschalter. So, das ist der Neutralschalter mit der Kupferscheibe. Ja, dann versuche ich mich jetzt mal hier an den Starter-Scheißdreck. Ja, das war aber easy. Ja, die ist auch offen. Wenn die dritte jetzt noch so aufgeht, dann war es ja wirklich mehr Geschiss als wirklich war. Ja, also die ging sehr leicht auf. Wahrscheinlich, weil ich sie eingesprüht habe und noch mit dem Hammer draufgeschlagen habe. Deswegen gehen die jetzt so einfach auf, nicht in mein Öl fallen. Ja, toll. Wenn alles so einfach gehen würde. Bis jetzt echt bei dem Motor ideal. Kaum Überraschungen, kaum Sachen, die irgendwie schwierig sind. Eigentlich keine Sachen, die schwierig sind. Aber man soll den Tag ja nicht vor dem Abend loben. Das ist jetzt eigentlich alles gewesen. Dann stelle ich den Motor jetzt raus. Schütte das Öl aus dieser Wanne, stellen senkrecht rein, mach dann mal unten die Ölwanne und sowas ab und dann noch unten hier den Schalter und sowas und dann könnte ich theoretisch auch den Block noch trennen.
Da habe ich ja hier so ein Werkzeug mir mal gebaut für hier diese Seite. Habe jetzt schnell noch die Kupplungsstange rausgeholt, ist ja nichts Interessantes. Und jetzt schütte ich mal hier das Öl raus. So sieht das aus, eine Feder so mit so einem Ding da oben drauf und hier ist so eine Kunststoff-Dingsscheibe irgendwie, keine Ahnung. Und das arretiert hier in so einem Loch die Schaltung. Alles ist so weit auseinander, deswegen entferne ich jetzt alle Schrauben und dann spalte ich hier den Block. Wenn es vorne ein bisschen aufgegangen ist, hinten ein bisschen nachhämmern. Ich lege das jetzt mal hier kurz hin und hier seht ihr den geteilten Motor. Also hier Getriebe noch schnell rausholen. Das ist ja eigentlich immer relativ schnell gemacht. Dann hier noch die Welle und dann noch hier das Ding. Schon ist das Getriebe draußen. Dann wichtig ist natürlich noch dieser Ring. Vor allem beim Einbauen ist der super wichtig, wenn man den vergisst. Ist blöd. Und zu guter Letzt kommt noch die Kurbelwelle. Die wird noch rausgeholt. Das fette Ding. Und dann sind die Hälften getrennt. Der Tisch ist dreckig. Ja, so schnell geht's. Der Motor ist zerlegt. Hier seht ihr nochmal die beiden Hälften. Die Lager sind drin. Die mache ich dann gleich noch im Backofen raus. Im Hintergrund seht ihr noch ein paar andere Teile wie Getriebe und Kupplung. Ich werde das Ganze jetzt natürlich alles sauber machen. Aber das folgt dann in einem anderen Video. Falls euch das Video gefallen hat, gerne Daumen hoch, abonnieren den Kanal, dann verpasst ihr die zukünftigen Videos auch nicht. Und dann sind wir schon beim Ende. Bis zum nächsten Video.